Yo, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie, Grunties Rache. Im letzten Part haben wir Kazooie wiedergefunden und können mit dem iTac-Modus Eier verschießen, indem wir Kazooie als, ja, Schrotflinte benutzen. Wir haben gerade gesehen, wir brauchen 3 Eier für so einen Gegner, mit einer Rolle geht's schneller. Und hier finden wir unseren nächsten Move. Du hast also deine Freundin gefunden, Banjo. Wen von uns sieht er eigentlich an, Banjo? Kazooie, ich denke, er spricht mit mir. Woher willst du das wissen? Nun, das rechte Auge sieht mich an. Aber das linke Auge sieht mich an. Psch, Kazooie, ich kann nicht hören, was er sagt. Lehre dich, wie man zu der Steinsäule mit dem Puzzle gelangt. Hast du das gesehen? Er hat dort rüber geschaut, ohne den Kopf zu drehen. Du musst springen und in der Luft A drücken, um einen Flügelschlag auszuführen. Probiere es aus und versuche, das Puzzle im Süden zu erreichen. Okay, ich glaube, das ist... Genau, der Flatterflug. Da ist eine Höhle. Wollen wir jetzt erst in die Höhle mal reingucken? Hallo, Herr Bär. Möchten Sie den kleinen Blubberpiraten anschließen? Klaro, kleiner Blubber. Was soll ich tun? Versuche Sie, die Truhe in der Mitte länger in Ihrem Besitz zu halten als die anderen Piraten. Wenn Mitglieder erhalten... Achso, erhalten Sie eine goldene Trophäe, die es beweist, dass Sie wie ein richtiger Pirat plündern können? Ich kenne mich mit diesem Boot nicht wirklich aus. Wie kann ich es steuern? Drücken Sie A, um zu beschleunigen, und benutzen Sie die L und R, um links und rechts Kanonenkugeln abzufeuern. Wenn ein Boot von einer Kanonenkugel getroffen wird, dreht es sich und verliert seine Schätze. Ich glaube, ich habe es verstanden. Los geht's. Okay, wir gegen 3 andere. So. Halten uns die auf jeden Fall mal vom Leib. So. Autsch. Hey, geben Sie uns eine Chance, Herr Bär. Nicht ganz fair, aber Sie haben das Gold. Also willkommen im Piratenclub. Dafür gibt's ein Puzzle. Oh, sehr schön. War nicht besonders schwierig. Hätte ich mir ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. Aber okay. So, jetzt gucken wir mal, was Schielauge meinte mit dem Puzzle hier drüben. Ah, okay. Ich verstehe schon. Wo ist denn hier der Anfang, ha? Hier war irgendwo gerade ein Jinjo. Hier raus? Ja. Da ist der Jinjo. Na guck. So. Und Puzzle. Nice. Dann haben wir das auch schon. 6 insgesamt in der Welt. Können wir aber das mit den Muscheln noch holen? Denn die haben wir auch alle schon gesammelt. Wo ist denn die liebe Muschelhütte nochmal gewesen? Da oben. Ah, da bist du ja. Hast du also diese wertlosen blauen Muscheln gefunden, was? Nun, dann habe ich auch eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, es bringt was, bringt dich weiter. Danke, Herr Hipowski. Und Tilda hat hier irgendwas am Laufen mit den Steinblöcken, will sie wohl ein neues Schloss bauen. Schande über die Möwen, aber hey, so läuft's Business. Ich glaube, Kuntis Zeit ist abgelaufen. So, für 5 Muscheln gibt's ein Puzzle. Schön. Nur ist die Frage... Autsch! Ah ja, da ist ein Delfin. Hi. Ich nehme die Noten aber noch mit. Nein. Da sind noch Noten. Ich glaube, mit einem Eischuss könnten wir das Ding auch kaputt machen, aber wir können einfach fliehen. Gut, hier ist Ende. Gut, hier ist nichts mehr. Wo war der Delfin? Da. Hallo, könntest du mir deine helfende Hand reichen?
selbst habe leider keine Hände. Hä? Ich sagte, ich brauche eine helfende Hand, um das glänzende Ding zu bewegen, das die Tür von meinem Raum im versperrt. Falls du mir in das Schiffswrack folgst, kannst du das glänzende Ding behalten. Ich sollte langsam mal lesen. Das ist das Dumme bei diesen Textboxen, da kommt immer so wenig Text und man denkt, es geht anders weiter und liest dann schon mal so ein bisschen provisorisch. So. Wir folgen dem lieben Tintenfisch. Tintenfisch sag ich schon. Dem lieben, Delfin. Ich muss gucken, dass wir nicht ertrinken. Wenn nächsten Luft blasen soll, sollten wir mal gucken, dass wir Luft holen. Ja. So. Können wir da auch rein? Ja. Verwunschenes Wrack. Okay. Können wir durch, ne? Ja. Und dann gibt's hier ein Jinjo. Das vielleicht das Wrack ist, das wir eben in den Meeresgrund geschickt haben. Im letzten Part. Könnte ja gut sein, wa? So, wir gucken mal eben in die Übersicht. 12 Noten, 2 Puzzlos, eins davon ist das Jinjo-Puzzlo. Und noch ein Move. Kompliziös. Und wir sterben gleich. Einmal eben auftauchen und nochmal runter. So. Ich glaube, ich habe nämlich irgendwo was vergessen unterwegs. Mal in Ruhe gucken. Oder Wasser angreifen können wir so leider nicht. Darum müssen wir die ganzen Dödeln da ausweichen. Da. Die wollte ich doch haben. Gut, ich glaube, wir haben ja alles, dann können wir... Oder, was ist denn mit dem Delfin? Schwimmt der hier noch irgendwo rum? Vielleicht jetzt hier drin oder so? Nee. Gut, können wir wieder hoch. Aber uns fehlt hier noch irgendwas. Ich meine, hier war irgendwo noch so ein anderer Bereich hier drin, oder? In dieser Welt? Gucken wir mal. Moment mal kurz. Da schon mal nicht. Dann war das woanders. Was möchtest du von uns, Jinjo-Orakel? Die Möwen sind zu alt, um für Grunty in ihrer Sklavenmine zu arbeiten. Ja, schön. Ganz klasse. Was für ein guter Ratschlag. Ah, ha. Das sieht doch gut aus. 1, 2, 3. Jawohl. Genau. Möwengipfel. Richtig. Genau sie. Hallo. Wenn du mit deinem Vogel spazieren gehen willst, ich bin niemandes Vogel, du senila Buddelfritze. Kazooie, lass ihn weitersprechen. Das wirst du lieben, Kazooie. Halte L gedrückt und benutze anschließend R, um in den Modus Huckepacklauf zu gelangen. Eignet sich besonders bei rutschigem Untergrund. Mal sehen, ob du diesen dicken Borken bis auf den Hang hinter mir schleppen kannst. Drücke erneut L, um den Modus Huckepacklauf zu verlassen. Und das ist dieses hier. Kennen wir auch aus anderen Spielen, also Banjo-Kazooie-Spieler kennen das aus anderen Spielen. Ah, Kazooie, du hast deinen Freund zum ältesten und zum einzig wahren Test gebracht. Du siehst in der Tat sehr alt aus. Von daher scheinen wir hier richtig zu sein. Was ist das für ein Test?
Beweise deinen Wert und werde Möwenmeister, indem du 20 Würmer auf der Rutsche einfängst. Hüte dich jedoch vor den Pfählen, die dir das Leben sehr schwer machen können. Was? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Nun gut, ich werde dir ein Puzzle geben, wenn du mir die Würmer bringst. Also fang an, ich habe Hunger. Auf geht's, Banjo! Gut, ich glaube, wir müssen erstmal hoch. Da ist der Jinjo. Dafür gibt's dann... Es fehlen uns zwei Noten. Ich denke mal, eine ist auf der anderen Seite, aber wo ist die letzte? Ah, da sind zwei. Okay. Sehr schön. Gut gemacht, Banjo. Du hast alle 100 Noten eingesammelt. Das ist ein neuer Rekord. Ja, bei einem neuen Spiel ist das so üblich. Und wieder mal so ein Rutschspiel. Kennen wir schon. Letztes Mal mussten wir die Eier für die Henne einsammeln. Jetzt müssen wir die Würmer einsammeln und wieder mal den Flöcken ausweichen. Wir können unten immer schon gucken, wo die erscheinen. Hinten auf der anderen Seite kommen sie ja, sieht man es ja schon so ein bisschen. So, wir haben alle, oder genug, es waren ja genug da, es waren mehr als 20. Wie versprochen, hier kann ich es kaum noch abwarten, in diesen kleinen Krabbler reinzubeißen. Und dafür gibt's Puzzlo. Und das letzte holen wir uns von unserem Jinjo-Meister. Orakel-Statuen-Nupsi. Autsch. Kommen wir da hoch? Ja. Machen wir mal so, geht schneller. Ein schönes Geräusch, oder? Ich liebe es. Brrr, brrr. Unsere Katze hat das früher auch immer gemacht. Da. So. Hüte dich vor Spookies im Monsterhaus. Die fürchten nur Feuer und Federn. Spookies, okay. Klingt wie irgendwie so eine Frühstücksflockensorte. Spookies, jetzt auch mit Cerealien. Spiral Mountain. Da ist ein Puzzlo. Können wir uns aber noch nicht holen, leider. Noch nicht. Aber wir können zurückgehen und das nächste Level aufmachen. Jo, 22 von 14. Sehr schön. Hi. Du hast genug Puzzles gesammelt, um den Weg zur Bucht der schwarzen Magie zu öffnen. Ich werde dir den Zugang öffnen. Bitte bring dieses Puzzle zum Altar und breche Gontellnas magisches Siegel. Sei mal vorsichtig, der Sumpf ist voll von giftigem grünem Wasser. Wir sind immer vorsichtig, denn wir sind die Mutter der Porzellankiste. Mit einer Hand steuern ist nicht so einfach. Soll man gar nicht meinen, obwohl man das Steuerkreuz dann immer mit einem Finger bewegt, aber okay. Also ich zumindest mache das. Ich weiß nicht, wie andere Leute sowas handhaben, aber bei mir ist das Steuerkreuz normalerweise immer mit dem Daumen betätigt. Ja. So, wir brauchen wieder mal nur zwei Puzzles, dann wird es schon reichen fürs nächste Level. Aber wir arbeiten das ja alles der Reihe nach ab, so gut es geht. Wir holen uns aber noch vorher bei Honigbini unsere nächste Energieeinheit. Die werden wir gut brauchen können, glaube ich. Es sieht aus, als ob ich dir deine Energieleiste jetzt erweitern kann. Danke. Auch wenn es nur eine zusätzliche Honigwabe ist, aber die werden wir, glaube ich, gut merken. Moment mal, eins möchte ich noch kurz ausprobieren. Okay, das geht noch nicht. Da kommen wir nicht hoch. Kommen wir den langen Weg. Autsch! Du bist doch doof. Gut, dann lassen wir das Puzzle und machen das beim nächsten Mal. Jetzt nochmal daher, um hinzulaufen, habe ich jetzt irgendwie wenig Lust drauf. Obwohl doch. Wir haben eh nicht mehr so viel Zeit, von daher passt das schon. Für den Gegner besiegen wir diesmal vorher. Ich wusste eben nicht mal, wie ich den Huckepacklauf verlassen kann, darum, so. Na? Muss es jetzt schnell gehen, ne?
wir schaffen das. Oh, ganz knapp. Gut, das versuchen wir im nächsten Part, glaube ich, nochmal. Oder wir machen das jetzt noch einmal. Sollte ja reichen. Gucken, ob der Gegner hier gleich wieder spawnt. Ja, der ist wieder da. Sonst würde ich einen nämlich auch eben besiegen, dann steht er nicht mehr im Weg. Wenn wir nämlich springen, dann geht das deutlich besser. So. Zack. Puzzlo. Gut, und hier beenden wir den Part. Im nächsten Part geht's weiter mit der dritten Welt. Bis dahin und ciao.